Netzathleten. Hier stehen wir in Ischgl. Herr Witzigmann neben mir, der Schirmherr des kulinarischen Jakobswegs. Gleich beginnt drinnen der kulinarische Kochprüfung. Wettbewerb, genau. Genau. Sie sind der Schirmherr hier. Was macht Ihnen an so einer Veranstaltung besonders viel Spaß? Ja, erstmal macht es mir Spaß, wieder hier in Ischgl zu sein. Natürlich wieder alte Kollegen, Freunde, Kolleginnen natürlich auch, ja, zu begrüßen und wiederzusehen. Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist das, dass ich heute seit 2 Jahren kein Ski mehr fahre, ja, weil ich Probleme habe mit meinem beidseitigen Meniskus. Wie heißt das schon? Zu viel Sport, ja. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr noch mal dabei bin. Und die Stimmung ist immer sensationell. Der ganze Aufwand, der hier betrieben wird. Und das ist halt einzigartig hier in Ischgl, weil hat die, kann man sagen, der Tourismusverband hier wirklich eine vorbildliche Leistung macht. Allerdings. Wir sind ja auch sehr, sehr zufrieden. Jetzt zum Wettkampf kurz. Was erwarten Sie von den Köchen? Was sollen die denn bringen? Was sollen die leisten? Ja, was sollen die leisten? Die müssen natürlich versuchen, dementsprechend sich zu platzieren. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Favoriten. Es wird natürlich auch so sein. Es kommt ja immer auf die Paarung an. Ja, das Team wird ausschlaggebend sein. Ja, also hier zum Beispiel würde ich sagen, hat ein Lava natürlich einen gewissen Vorteil, nachdem er ja tagtäglich oder fast tagtäglich im Fernsehen sich präsentiert. Und natürlich, das wirkt sich ja auch aus bei der Bewertung. Und dann kann man so manche schlechte oder unglückliche Skihaltung dann dementsprechend verbessern. Das ist wahr. Wie sieht denn für Sie das perfekte regionale Gericht aus? Was passt zu Ischgl? Das perfekte regionale Gericht, ja, ist ja so, dass ich ja auch der Schirmherr bin, ja, von Ischgl beim Znaun für, kann man sagen, der kulinarische Jakobsweg, ja, hier darf ich vorstellen, der Tourismuschef, ja, Herr Alfons Barth, die graue Eminenz hier, ja, aber mein Freund, ja, also, ich fühle mich in guten Händen und wir haben ja hier ins Leben gerufen, eine Hüttenkultur dementsprechend zu verbessern, dementsprechend zu ergänzen, mit guten Köchen, guten Produkten, Region natürlich ja auch hier, die Umgebung, die Produzenten, und das ist eigentlich das. Und ich persönlich habe ja schon die regionale Küche. Heute ist ja jeder der Erfinder der regionalen Küche. Aber da muss ich leider sagen, da muss ich die Leute immer, mich freut es ja, gell, dass die Leute dementsprechend auch die regionale Küche mit erkannt haben. Weil kurze Wege, gute Produkte, Produzenten, und das hat auch wahrscheinlich Zukunft in den nächsten Jahren. Ein gutes Gericht kann alles sein, ja, was eben mit Liebe, mit einem guten Grundprodukt zubereitet wird. Ja. Es kann ein Käsespätzle sein, es kann eine Ravioli sein, es kann ein Käsekrapfen sein, ein Schweinebraten, ein gutes Brot, ja, ein schönes Dessert, ne, ein Knödel und ein Schwan. Das ist ja gut. Ja. Dann können wir ja ganz gespannt sein, wie kreativ die Herren da oben sein werden. Noch eine Frage. Sie sind ja ein begnadeter Koch in der Familie zu Hause. Traut sich da irgendjemand noch ans Herd, für Sie irgendwas zu kochen, oder haben Sie alle zu großen Respekt vor? Ja, die wäre auch nicht meine Tochter. Ja, die hat ein bisschen den Ball aufgegriffen, ja, und bereitet Marmeladen und Chutneys zu, sehr, sehr gute, schreibt auch Bücher, beschäftigt sich auch mit der Tischkultur und gerade auch für die Kinder. Und wie gesagt, finde ich toll, du machst einen guten Job. Ich persönlich engagiere mich noch nebenbei für soziale Aufgabenstellung, ja, Menschen für Menschen. Ja. Äthiopien, ja. Wie sieht es da aus? Mit Herrn Boos, ja, haben wir da das ins Leben, also in eine Wette gestartet gegen Karl-Heinz Böhm, die gewonnen haben. Wir haben da 270.000 oder 80.000 Euro
kann man sagen, gesammelt. Und da bin ich rübergeflogen mit dem Bus, ja, und haben dort die Schule in Äthiopien eröffnet. Ein unvergessliches Erlebnis. Super, dass Sie sich da auch für einen guten Zweck einsetzen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dass man sich da auch engagiert. Sehr, sehr toll, großen Respekt. Dankeschön. Herr Witzigmann, vielen, vielen Dank für das Interview. Und, genießen Sie es. Danke, Sie auch. Tiroler Luft, ja. Dankeschön. Ja, haben Sie viel Spaß noch bei der Veranstaltung. Dankeschön. Danke. Danke, alles Gute. Danke sehr. Merci. Danke.